Mieterund. Christian tippt 2004. Sebastian tippt 2005. Bram tippt 2006. Und Jonathan tippt 2011. Was? Okay, 2011 ist schon nice. Ich, da habe ich ja schon Bilder mit Peter zusammen. Jede Menge Aufsätze habe ich jetzt nicht viel wirklich gefunden, gell? Da habe ich schon YouTube gemacht. Nee, Christian hat doch gesagt, jetzt wirklich weggeballert, Alter. Nee, ich wollte das wissen. Smartphones. Ich weiß halt nicht, was vor allem Smartphones. Ich hatte auch mal so ein Shit. Schwierigste Antwort ist 2005. Obwohl du nicht Pizza. Ich habe letztens auch meine Fotos auch durchgeguckt für diesen 2009er Rückblick und dann habe ich auch gesehen, oh, 2005 ganz viele Bilder von meinem alten Handy. Aber Tommy, wollt ihr Apex spielen? Ich hatte nämlich auch ein Sony Bums Handy zu der Zeit. Gut. Das hat der Guck gemacht, ich bin da. Kommen wir zum aktuellen Zwischenstand. Bram 5 Punkte, Jonathan 3 Punkte, Sebastian 4 Punkte und Christian 4 Punkte. Alle noch sehr nah beieinander, muss ich sagen. Lol. Ja, gut, der ist auch nur ein Punkt weniger als du, also. Ich bin ein böser Kerl, try einfach Xavas Lobby. Es kommt noch mit der ich hab Style und das Geld. 6. Okay. Ich bin ein ganz böser Kerl. Ja, das würde Sinn ergeben. Nee, aber ich hab einen komischen Aufsatz. Was war Peters erste Nicht-Handheld-Videospielkonsole? Achso. Also es gibt mit 4 suchst du, hast du dieses Rädchen, wo du deine Health-Dinger auswählst. Bei 4. Wenn du 4 gedrückt hältst. Mhm. Und dann wenn du halt, dann hältst du was aus, diese dann... Frage. Also kannst du das mit 4 quasi schnell durchtesten. Ja. Du musst halt jedes Mal wieder neu auswählen, wo du dir raus. Candy, Overwatch? Ich weiß, dass du da drauf hast. Mit 4 quasi schnell durchtesten. Ja. Du musst halt jedes Mal wieder neu auswählen, wo du dir raus. Serverboy, der ist halt allein in der sechsten Lobby. Channel, oder? Nee, andersrum. Nee, wir sind momentan noch zu 5. Serverboy, der jetzt versteht und nicht nachher mehr Punkte. Ich hab's halt verstanden. Ah, okay. Okay, habt ihr alle eingeloggt? Ja. Mhm. Ah. Wir haben viermal die gleiche und viermal alles klar. Die korrekte Antwort. Yes. Der Simon kann eh nur eingehen, machen wir da gesagt, glaube ich. Nice. Damit also, hat sich dann an der schon PlayStation 5 nichts getan. Nein, nicht die PlayStation. Ja gut, dann. Dann können wir mit Ehren. Oder Overwatch spielen. Aber du hast auch irgendwie aber auch Nintendo gespielt, ne? Aber du hattest, glaube ich, hab einen Key frei. Du wolltest nicht Nintendo haben, ich habe ihn immer noch frei. Auch nicht auch nicht bei euch. Dann könnte ich es heute auch noch nicht spielen. Das stimmt. Nee, auch nicht bei uns im Haushalt. Mit dem im Kopf, das also das mit Overwatch war nur ein Beispiel. Ja, wenn wir mal schon zu 15 Apex können wir ja leider nur gesplittet spielen, wenn überhaupt. Endlich sind die Bett. Okay, nächste Frage. Oh Gott, piep's mir. In welchem Verein hat Peter als Leiter eine Gruppe Kinder geführt und festgestellt, dass es nicht wirklich was war? Ich hab keinen Zahn. In der Sekte. Okay. Ich hab nämlich ein großes. Hat man das so? Hotz ist auch aktualisiert. Ich glaube, wir fressen einen Besen. Nein, ich muss es sehen. Cool, nein! Ja, Hotz. Hat Peter nicht früher Hotz gespielt? Hotz wäre auch eine Sache. Ich hab's ewig nicht mehr gespielt, so. Peter, hast du mal Tennis gespielt? Das letzte Mal war mit dir, Andi. Also wann hast du das letzte Mal mit mir Hotz gespielt? Mein Peter antwortet hier gerade. Kommt hin. Da war er noch jung. Ich hab Peter noch jung. Zweites Alter, Image hier. Schnelle Richtung. Ah, shit. Hotz müsste ich wieder runterladen. Wie gut kennst da war ich noch Ende 10. Mich. Wie gut kennst du Peter? Und dabei sind alle ich spiel nicht mit der Jägen. Ende 10 heißt nicht minderjährig, gell? Ende 10 ist nicht zwangsläufig minderjährig, Andi. Ja, aber im Kopf ist es immer noch minderjährig. Ja, und Ende 10 ist auch 19. Kommt drauf an, in welchem Land du dich befindest. Also Ende 10 ist kurz bevor du 11 bist. Ich von meinem Rechtsanwalt beraten. Andi ist Ende 20. Ich war letztes Jahr noch Ende 10. Also bist du in Wirklichkeit 10. Also im Kopf bin ich 8 Dreiviertel. Ich hab die geistige Reife eines Dreijährigen. Ne, 8 Dreiviertel.
Bein, dreijährige kann keinen Peniswitze machen. Ja! Mann, dass wir jetzt überhaupt keinen Typen finden. Normal geht's immer ab wie Schmitzkatze hier. Ja, das finde ich gerade, ist für mich extrem langweilig. Ja, wir laufen gerade quer, heute quer durch die Map. Quer durch die Map. Ach, Phoenix was ist jetzt spielbar? Phoenix macht Schilde und ja. Leben. Ah ja, ich weiß, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Da kam gerade, wie heißt dieser Diablo 3 Endboss? Da. Maltael, wo Maltael dazu kam. In der Woche habe ich aufgehört. Irgendwie habe ich Bock zu banken gerade. Weil ich Xaver zuschauen muss. Banken? Was ist denn mich hier eigentlich da hinten? Wo? Rette es hinter uns, wir rennen die. Warte, jetzt. Warte, ich will nur die Verzögerung mal sehen. Ich kann auch wieder vor. Hä, hey, wo sind die denn alle? Das gibt's ja nicht. Der Preis ist schon richtig geil. Also, was spielen wir jetzt? Das ist eine gute Frage, Sherlock. Also ich habe jetzt halt erst Overwatch gestartet, jetzt habe ich HOTS gestartet. Der Körper ist bereit. Aber ich muss eh erstmal die Grafikeinstellung ändern. Okay, ja, ich kann auf der anderen Seite. Boah, schöne Waffen hast du da. Ich weiß nur nicht, von wo wird denn der angeballert? Was ist deine absolute Lieblingswaffe? Zeig's mir einfach mal. Die Flatline. Weißt du von wo? Ich finde die Havoc irgendwie komisch. Michi? Du hast gerade die Smoke runtergewinnt. Die R99 finde ich immer noch geil. Auf mir irgendwo. Close. Ich sehe aber die Gegner nicht. Unter dir, direkt unter dir am Stein. Hat Hits. Wo ist er? Der ist jetzt in der Smoke drin. Ah, ich bin down. Fuck, weil Shit, von wo ist der andere? Es sind jetzt drei Teams wieder schon irgendwie. Gewesen, ey. Oh, das da typisch. Oh, lol. Lol, da unten wir waren drei und auf dem Dach waren wieder drei. Ja, wir haben die ganze Zeit keinen Gegner gefunden und jetzt kommen drei Teams auf einmal und bitten uns. Das war wieder typisch. So, wir sind fertig, Jungs. Was spielt der jetzt? Eine Runde Apex ist aber maximal. Ja, okay, passt. Dann spielen wir beide mal in den Squad. Wir an dir, oder was? Ja. Oh mein Gott, das heißt, jetzt kann ich auch wieder Hots beenden. Soll ich noch ein Spiel starten und wieder beenden? Ja, LOL. LOL ist immer noch an. Ja, deswegen auch. So, aber dazu muss ich jetzt erstmal hier mein Passwort rauskramen für Origin. Da meine Passwörter alle so super toll sind. So, aber du bist doch bereit. Oh. Herr Walrek. Andi. Nach 2 Minuten sind wir circa fertig im Game. Also. Ja, du wirst direkt reinfinden. Natürlich werde ich reinfinden. Ich werde direkt sterben. Alright, so I did my hair for this. Ja, I'm wrong with looking good in the ring. And I look good. Hey, ich bin hier dabei, Passwort einzugeben, als ob ich weiß, wie ich in Origin heiße. We're in this together. Remember that. Ich hab's geschafft, glaube ich, mich anzumelden. Ich bin stolz auf dich. Ich hab Walrek. Introducing your champion. Ja, follow my path to win. 24. Nein, ist das nicht. Hä? Was ist mit meinem Passwort los? Wo bremsen wir rein? Walrek ist Jump. Artillerie. Was bin ich? Musst du eh drücken. Hauptsache der Erweichen. Wir müssen da unten rein, oder? Achso, verweg. Ich hab mir gut gekriegt. Du verwirrt hast. Komm,
Jetzt hat er. Ja, warte! So, Andi, ich heiße. Ja, bei dir. Ah. Ja, Domi unterstrich 5 unterstrich 3. Soll ich sonst noch irgendein Spiel starten? Ein Rito hat mir eine Freundschaft anfangen. Da, immer noch. Target's right in front of me. Hier. Nein, das ist der. Mach zu und der Geil trennt mich. Stopp, der Geil ist drum. Hier ist eine Rüstung. Ich habe auch keine Waffe. Ach, weißt du was? Ich gehe einfach bei dir hin, oder? Nee. Ich kann nicht annehmen drücken. Wieso kann ich nicht annehmen drücken? Hilf, Sarge, vielleicht. Ich kann nicht annehmen drücken. Tu mal das Spiel neu starten. Ja, ich bin scheiße, Alter, weil er gerade zu starten. I got you, friend. Wenn ich Apex schaffe, kommt der Code 408 Fehler. Oh, nice. Looks like aiming isn't your strong suit. Das funktioniert bei gut am Anfang, wenn du einfach auf Leute hinlässt. So. Das hat bei mir auch funktioniert. Irgendwie, ich glaube, ich bin dir gerade beigetreten. Oh, hallo. Hallo, und ich glaube, welcher ist für mich am besten? 179 Schaden, wenn den du gerade ausgewählt hast. Purple Shield. Oh, okay. Und was kann mit dem? Was sind Apex Packs? Lootbox. Ich habe keine Ahnung, was meine Fähigkeiten sind, da die kann ich mehr durchlesen im Spiel dann. Also ich sehe es mit Verzögerung zwar, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich sehe sogar auch deine Zuweisung von der Maus gerade, Xaver. Streamst du auf Origin oder YouTube? Ja, ich wollte gerade ein Pack öffnen. Warum sollen wir dir zugucken? Andi? Er ist einfach freundlich zu mir. Andi, du musst mir dann irgendwie sagen, wie ich abspringe oder wohin ich abspringen soll. Fide bloß nicht. Kann man auch sein Falsches zulassen, also dass man direkt stirbt? Schade. Das ist kein Fallschirm. Es hätte zu mir gepasst, so direkt so abschmieren. Ich hab so ein Video gesehen, wobei es dann direkt dann so ein Pornhub-Ding kommt auf dem Bildschirm. Das Bild ist ziemlich cool, klar, oder? This is your champion. Das ist ziemlich cool, ja? Ich finde Mirage irgendwie ganz komisch. So okay, spielen. Was muss ich machen als Jumpmaster? Drückst E, wenn die Zeit abgelaufen ist, und dann W, gehst du halt vorwärts. Ist das ein Profi? Flieg auf das Blaue. Auf das Blaue. Bam. In dem letzten Spiel war ja erst. Yes, ich bin so. Dafür. Kann man da wohin? Oder unten? Nee. Donnerkuppel. Nee, er ist der Jumpmaster. Er springt für uns raus. Okay, und dort, wo der gelbe Punkt ist. Ja, ich hab ihn. Okay. Auf mittlere Maustaste kannst du pingeln. Ah. Was sind meine Fähigkeiten und wie benutze ich die? Oh lol, hier sind drei Leute unten. Hier sind mehrere, ja. Ich bin da runtergefallen. Der Finish. Was zum Ding? Ich dachte, da ist keiner in dem Haus. Es sind da fünf Leute. Hier nach unten, dann wieder nach oben. Die schlagen sich alle. So. Okay. Ah, da sind auch drei gelandet. Ich hab einen. Auf Q kannst du. Der Michi, wie komme ich denn da hin? Einfach über das Glander springen. Ach, da. Dann runter. Auf Q kannst kann ich. Nicht was? Deine Fähigkeit benutzen. Okay, und meine ist. Ich hab ne Waffe, ich hab ne Pistole. Ich hab irgendwas Lilanes und ich hab einen Großpanzer. Da ist einer. Ich hab ne Autoschutz.
Warte, der ist natürlich bei der Tür oben. Das ist meine Kuh. Warte. Ich kann es Gegner damit finden, aber er ist im Fight. Kommt's auch so vor, als würde der Server laggen. Schon, ja? Ich hab da zwei. Oh, das ist eine Automatikwaffe. Ups. Ich lieg oben da. Okay. Wir schmeißen mit Granaten die Pässe. Hier ist einer bei mir. Zwei. Nur noch eins nicht rausgeht. Tot. Ha, Mann, bin ich gut. Doch, tot. Oh, ne Triple Tag. Ne, ich bin am Leben. Mich haben sie zu zweit gerotzt. Sei jetzt, ich schon als Kugel. Boah, ist der Kerl gut. Mann, ist der Stotty gut. Kann mich eigentlich einer einsammeln von euch oder so? Ja, der hat dich schon gesammelt. Ah, nice. Kann ich mich irgendwie bedanken? Du kannst Ingame Voice nutzen. Boah, da einfach irgendwie so Symbole mit Tastenkürzel. Ja, ab und danke. Zu, wenn du was, also normal, wenn du was aufsammelst, kannst du. Kannst du auf Hard drücken, um zu bedanken. Nicht, wenn du alles am Spawn bist. Ha? Was ja, nur wenn sehen? Das halt wirklich. Das ist kontextsensitiv. Wenn du was aufsammelst, kannst du dich gleich treffen. So, jetzt muss ich nur schnell eine Waffe finden. So, Waldrich. Kann man von Leuten, die gestorben sind, was aufsammeln? Ja, natürlich. Das kannst du halt nicht an einem Flugzeug bedienen. Wobei, warte. Die Waffen? So. Grappling. Nice. Ah, der hat kaum Money. Rings closing in one. Wieso rennt ihr da raus aus dem Radius? Weil die Zone noch nicht geschlossen ist und die erste Zone noch nicht Schaden macht. Keinerlei Money gehört. Das ist der Ballon. 45 seconds. Rings a little far. Ich hab den angepinkt. Ja, ich. Ich bräuchte eine Shotgun. Oh. Okay. Sehr schön, ich habe einen Sniper GBR mit 8 Kopf. Ich hab kaum Muni. Listen, let's pass that close. Na gut, ja nicht. Ich habe irgendeine Munition, aber nicht für die Waffen, die ich habe. Let's explore this way. Einfach zum nächsten Ballon, oder? Rings moving. Was ist das? Hinseite. Ah. Wo sind wir zur Hölle? Du kannst leer gedrückt halten und höher. Bisschen höher, so. Sind wir im Ring? Nee, oder? Nö. Der Ring kommt ja noch. Kann man da einfach runterspringen, oder was? Kriegt keinen Fallschaden. Hoffentlich ist da eine Rüstung bei, Alter. Ach. Ja, Backpack. Incoming care package. I love loot. Oh, hier ist noch nicht gelootet. Ich bin total verwirrt, wenn ich gleichzeitig auf dein Bildschirm gucke. Server. Während ich gerade spiele. Meine Y ist aktiv. Andi, wann benutze ich die am besten?
Shotgun ammo here. Wenn du im Feld bist. Okay. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Might be something good this way. Ui, weil ich halt nur schicke. Ein roughes Game, ey, sag ich. Go bazoomba, bam bam bam. Pull. Energiewaffen gut? Das musst du selbst entscheiden. Deine Meinung? Musst du entscheiden, wie dein Playstyle ist. Ich mag die Triple Tag, also habe ich eine Energiewaffe. Ich habe eine R99 Grad, die ähnlich wie so eine Vector ausschaut und eine Devotion. Und ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. R99 ist eine gute Waffe. Und die Devotion, sagt ihr die was? Energiewaffe, wo man erst aufladen muss ein bisschen. Einen habe ich gedownt, den anderen habe ich runtergeballert. Sind noch oben und der andere ist noch da. Dummy, hier ist eine Rüstung. Hier, neben dir. Neben dir, hab ich. Einer am Stein. Einer geht down. Okay, alle down. Schön. Ich hab total gemacht. Ich hab's zwar angeschaut. Jetzt hab ich eine Wingman und eine mit allen Aufsätzen. Lass mich raten, hier ist lila besser als blau, blau besser als weiß. Ja. Andi? Gelb. Ja. Weil die auch noch so late in das Room waren. Na, ich hab euch eingeholt, endlich. Ich war halt schon viel los. Simon, nice. Wenn ich der Scout, müsste ich nie eigentlich vorne laufen? Ich habe blauer Helm und Rüstung. Ist das gut? Wurscht. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das ist. Bist du immer noch einmal wegquarzen? No. eins geht noch. Und der Kuppel ist der erste. Dahinter ist ein anderer. Ja, ich würde zwar sagen, dass ich nicht gerade spontan Donnerstag bin. This is gonna be a good fight. Hab ein Nieder geschlagen. The ring isn't really pushing. Complex, but it can be a little complicated. Komm, wait, pushen. What did I just say? This is your champion. Da, in der Kuppel. Okay, ist der Kuppel. Nice, nice, nice. Braucht noch einen, der schreit. Weitere Gegner. Ein, der hit. Der ist keine Freunde. Ich bin noch kein Tryharder. Er ist falsch,
Ich hab nur meine Schilder. Hier sind Massenabgegner. Fuck. Ach, der hat sich beide gemacht. Warte, Simon. Hau ihn, nächste Auto. Hab ihn gedownt. Auf mich wird geschossen. Und der Zeug. Hey Simon, wir haben den Champion. Hinter uns. Noch einer hier, Simon, bei mir. Lifeline. Ja, wie. Der ist down. Der ist down. Weiter. Hinter uns, wo wir gerade eben waren. Hab ich. Drei Stück. Ping mit der Maustaste, dass der Bot. LOL. Bin fast tot. Aus. Auf der anderen Seite, ja. Nein, ich glaub mich nicht. Hat's erwischt in dem das Haus. Ist die Lifeline rausgerannt. Wobei, da ist noch. Hier bei mir, close. Got one here. Fuck. Down. Round one. Beginning ring countdown. Scheiße. Ich komm hier rein. Der ist von der Tür, der ist auf der anderen Seite durch die Tür dich an. Okay, hier. Schade. Aber ja. War aber gut. Boah, da am Ende waren sie in jeder Himmelsrichtung von uns. Ja, das war ein krass kurz, oder? Hat wer Heldenmuni? Du hast eine schwere Munition. Schuhpatronen, Energie hätte ich nur. Gehen wir raus aus dem Gebäude. Ich will hier vorne raus einfach. Ich hatte zwei Kills. Ich bin stolz auf mich. Obwohl der Schaden scheiße war. Ich hab hier Flatline mit 6 Schuss. Ich hab ne automatische Schrotflinte, glaube ich. Noch was? Über. Die Eva. Ja. Was? Noch über. Also brauche ich gerade nicht. Dann hat's vielleicht. Ich bleib was gibt's auch. Ach, die muss dann. Sauer, was machst du denn da? New kill leader, soon to be me. Ich hab gehört, dass die Mutter im Blick ein bisschen gebufft wurde. Von Scharen her. Dafür ist halt der Friedensstifter und ich weiß nochmal die Alternator Schwäche geworden sind. Ach komm, Sauer! Hol raus. Mach alle bum bum bum. Andi? Hm? Die R99, die war mir zu ungenau, weil sie zu viel Rückstoß hatte. Welches Maschinengewehr sollte ich auf jeden Fall behalten, wenn ich sehe, wo relativ zielgenau ist? R99 macht eigentlich gut Kills. Ich deine Shotgun drin? Da habe ich gerade eben einen gar nicht getroffen. Was ja. Aus der Hüfte schießt. Ja, war aus der Hüfte. Auch eine Zeit lang. Relativ ungenau. Ja, ich bin lieber die Auto. Na? Hallo? Da, danke. Ich hätte ein 4-fach bis 8-fach Zoom und noch schwere Muni. Schwere Muni brauchen wir nicht. Ah, doch, oh Scheiße, ich hab die alte falsch weggeschossen. Also brauchst du Schwere? Ja, bitte. Was brauchst du? Energie. Leichte Muni nicht? Nee. Da brauchst du leicht. Ja. Ja, aber und dann nehm ich mal die. Bitte. Ich hab mal 4-fach bis 8-fach Scope. Ich hab auch was gehoben. Ja, ja. Oh, lol, wir sind voll in der Zukunft. Das ist schön. Da etwas. Ein Abfuck-Scope. Krieg safe 500 XP, Leute. Oh lol, hier waren welche. Hochwertige Beute. Nein, ich hab. Oh nein, ich hab meine. Oh, ich hab. Oh, ich hab meine Wings weggeschmissen. Du musst am Rico der Eva. Okay. Gibt's auch so eine Eva. Fuck. Back. Oh.
Ah, ich brauche eine bessere Grafikkarte für das Spiel. Warum? Weil ich nur auf niedrig spiele. Und da sieht das Ganze ziemlich scheiße aus. Let's go this way. Jetzt gerade? Attention. Looks like a care package is coming in. Big things in that. Heute ist Care Package. Unten liegt noch ein bisschen Shit rum. Ruf dir ein bisschen in meine Richtung, bitte. Vielleicht kannst du in den Einstellungen noch ein bisschen rumkriegen. Mhm, hab ich schon. Full Armor. Gehen wir weiter Norden raus. Erhöht. Half the squadron. Ja, den hab ich. Let's keep noch winning. Schauen wir, was hier. Okay. Okay. Einen hab ich. Warte, der Fuck. Das ist ein Kill. Du, wenn man die Leute change, fühlt sich auch die Stats. Achso. Achso. Einer ist an der Wand. Oh, fuck. Jeder ja. So, du bist der Flug Master. Du entscheidest, wo wir hinfliegen. Ah, toll. Die hatten die dann alle Schild? Man muss sich dafür also losbringen. Auf. Ja, ich dachte, wir werden los, bin ich da rein dann. Soll ich jetzt starten? Ja, ja, jetzt hat. Also ich hab gesehen, wie der eine gerest worden ist. Da hinten, okay. Ja, da wo er hingepinkt hat. Das war ich. Drück auf W. Du bist zu langsam. Ja. Also dem Spiel mit Zimmer muss man sehr viel. Okay, da fliegen noch andere hin. Gehen, wenn man einen Dauer hat, weil man kann so schnell heilen in dem Spiel. Geh mal eins früher runter. Hier runter. Jo. Weil ganz hinten in der Ecke sind andere uns zuvor gekommen. Ich mal sein Spiel. Kann ich unser Toten wieder sehen. Ich muss. Ich schau unsere letzten Minuten nochmal an. Jetzt habe ich eine R301 und eine Friedensstifter. Ja, GG. Gut? Ja. Welche ist da besser? Musst du selbst rausfinden. Ah, Andi, ich will hier gerade hier halbwegs gut spielen. Und hier liegt noch eine Flatline, falls jemand will. Ah, da oben ist einer. Boah, mit der Schrotflinte. Hier hast
Vyacheslav Pasha Biceps Yerzymkowski was born on April 11th, 1988 and grew up in Nasilsk, Poland, a village an hour away from Warsaw. The town was small and didn't have many things to do, so when an internet cafe opened up nearby, Pasha and his friends jumped at the opportunity to pass the time playing video games. From this humble start, Pasha stands today as not only one of the most celebrated players in the world, but also one of the most successful. He is a beloved community figure and a role model for a generation of Counter-Strike fans. This is his story. Oh my god, it's gonna be Pasha picking up the quad kill and Virtus Pro making it. Ich hab mein Knife jetzt wieder verkauft. After discovering Counter-Strike 1.6, Pasha quickly became the best player in his town. He began to play in tournaments and invested plenty of time into the game, further growing his skills. However, his passion wasn't enough to put bread on the table, especially considering that by the end of high school, he was already seriously committed to his future wife, Kinga. The scene okay. was simply not yet big runde. Enough to play Counter-Strike full time, so Pasha made ends meet by working at construction jobs. When Kinga halt found work in the big city of Warsaw, found it difficult to cope with the increased cost of living. Pasha tried to study physical therapy, but left his education after half a year. The lure of Counter-Strike was too strong, and he wasn't ready to give up his dream of playing professionally. Pasha decided to make a gamble and play Counter-Strike full-time, promising her that someday the risk would be worth it. Pasha devoted himself to the game, and year after year he made more and more money. He gained the attention of some of Poland's greatest CS players, collectively known as the Golden Five, including Taz, Neil, Lord, and Cuban. This already legendary group recruited Pasha into their ranks, launching his career to the next level. Alongside those players, Pasha's dream began to become a reality. For the next few years, Pasha and his Polish brethren were an elite force in the CS 1.6 scene, especially in 2011. The Poles were threats at any event they attended. Wir können LOL spielen. Was ist dein Thumbnail dem Streamer da? Okay. Wir könnten Overwatch spielen. Nicht Probleme. So, Andy, Ping, wohin soll's gehen? Ich will gleich in die Action. So, bin dann gleich wieder da. Bis später. Später. Aber später nochmal reinwemsen.